Sonderbericht heute Abend fragt Gotham City News, wo ist der Joker? Der bekannteste der neuerlichen Ausbrecher aus Arkham wird gewiss einen neuen clownesken Masterplan mit tödlichen Folgen aushecken. Aber was könnte das sein? In einem exklusiven Interview sprechen wir mit dem Polizeibeamten von Gotham City über ein riesiges Gesicht des Jokers, das er im Feuer bei Ace Chemicals gesehen haben will, und spekulieren wild darüber, auf welch grausame Arten der grünhaarige Ghoul uns alle vernichten könnte. Nicht verpassen! Die Substanz ist zu 84% Kryptonit. Keine schädlichen Auswirkungen auf Einwohner von Krypton. Das ergibt keinen Sinn. Das Batmobil sollte Kryptonit ausspüren. Es hätte es nicht registriert. Da war Kryptonit im Lieferwagen. Aber warum sollte denn jemand Kryptonit herstellen, das Superman nicht schadet? Viel wichtiger, der Joker wollte, dass wir wissen, dass er es herstellt. Es muss eine Finte sein. Wir tun es zum anderen Kryptonit, um sicher zu gehen. Warum haben wir so viel von diesem Zeug? Für den Fall, dass Superman eines Tages beschließt, ein Bösewicht zu werden. Du erwartest immer das Schlimmste von allen. Jo. Was ist passiert? Das Signal ist weg! Keine Sorge, wir sind schon da. Höhle eingebrochen? Das angebliche Kryptonit. Es war ein Zielsuchtgerät. Es war eine Falle. Hallo? Jemand zu Hause? Wir sind da! Und wir haben Nachtisch!
gerne alles anschauen. Wir haben nicht viel Zeit. Abwärts! Spring! Computer, wo ist das Kryptonit? Kryptonit-Standort ist durch Sicherheitscode geschützt. Computer, weißt du, wer ich bin? Lex Luthor, Präsidentschaftskandidat, Inhaber und Gründer von LexCorp Industries. Sehr gut. Nun will ich das... Ein Deckunternehmen für Lex Luthors zahlreiche kriminelle Geschäfte. Okay. Darunter Schmuggel, Raub, Erpressung, Bestechung. Ja, schon klar, das reicht. Hier, lass mich mal. Sicherheitszugriff verifiziert. Wie lange noch, bis diese Torten explodieren? Oh, etwa 5 Minuten. Oder eher 5 Sekunden. Weg! Vielleicht sollten wir Superman doch rufen. Nur zu. Hey, Superman! Siehst du, man kann sich auf niemanden verlassen. Sorry, hat eine Sekunde gedauert.